Ja, lass auf um die Runde und nach vorne schieben. Thank you.
Wir sind hier im Stadtteil Stuttgart-Riedenberg in der Clara-Neumann-Straße und sind hier zum zweiten Alarm Tiefgaragenbrand alarmiert worden. Die Lage beim Eintreffen war so, dass aus den Entrauchungsöffnungen der Tiefgarage starke schwarze Verrauchung sichtbar war und damit klar auch von der ersten Meldung am Telefon, es soll ein Reifen brennen und davon sind wir ausgegangen. Die erste Maßnahme war, den Löschangriff vorzubereiten. Dort mussten zuerst die Zugänge erkunden. Das ist zum einen der Hauptzugang, die Zufahrt zur Tiefgarage und als zweites noch ein fußläufiger Weg zur Tiefgarage. Also die Rauchwolke war sehr stark, schwarz und ist praktisch allerdings Gott sei Dank gerade nach oben gestiegen, sodass es in den angrenzenden Gebäuden sagen wir, zu keiner Verrauchung durch gekippte Fenster kam. In diesem Fall, weil uns die Größe der Tiefgarage, also die räumliche Ausdehnung, nicht bekannt war, wurde mit Langzeitatemschutz vorgegangen, auch in einer Stoßdrucktaktik, also mit einer verstärkten Druck, um praktisch auch die langen Anmarschwege und das ganze Material gut vor Ort zu bringen. Jetzt hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass es keine so große Garage ist, deswegen war der Anmarschweg nicht so lange. Die Brennstelle befand sich auch auf der rückwärtigen Seite der Garage. Dort war der Zugang von dem zweiten Löschzug relativ kurz. Wir waren mit ca. 60, 65 Kräften vor Ort. Es gab keinerlei Verletzte, auch keine Betroffene. Also bis dato hat sich noch kein Bewohner gemeldet. Es gab auch keine direkten Zugänge von der Tiefgarage zu den Wohnungen, sprich zu den Treppenräumen. Und da ist davon auszugehen, dass auch nicht noch irgendjemand kommt, der sich verletzt fühlt oder Rauch eingeatmet hat. Nach derzeitigem Stand von uns hat ein PKW gebrannt mit entsprechendem Material, was in seiner Garage liegt. Ganz genau wissen wir das noch nicht, aber es hat sich begrenzt auf eine Garagenbox und da ist ein Auto drin gestanden. Das ist sagen wir, unser Luft-Lösch-Unterstützungsfahrzeug. Das ist im Prinzip so wie eine Schneekanone, also ist ein großes Lüftergehäuse auf dem Ding drauf, sodass wir viel Luft in so eine Garage reinpressen können und dort den Rauch durch die Entrauchungsöffnungen herausdrücken können. So haben wir schnelle Sicht. Wir könnten auch noch theoretisch das Ganze mit Wasser unterstützen, brauchten wir in dem Falle nicht. Jetzt durch diese klare, kleine Garage waren die Anforderungen sehr überschaubar. Für uns ist in der Anfangsphase das nicht klar, weil uns das Objekt ja nicht bekannt ist. Deshalb ist es aber jetzt von der Anmarschwege und jetzt auch von der Rauchausbreitung sehr begrenzt. Deswegen für uns ein normaler Standardeinsatz, völlig problemlos. Wir haben jetzt bei euch das Feuer voll gelöscht, dann wird das Fahrzeug gegebenenfalls aus dieser Garagebox gezogen, um irgendwelche Glutnester noch zu finden. Dann wird der Strom noch abgestellt in der Garage, da sind wir momentan gerade in der Findungsphase, wo der Stromkasten ist. Und dann wird die ganze Einsatzstelle der Polizei übergeben. Ich bin hier doch nicht fertig. Ich bin hier. 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 Ich bin hier.